Hast du dich schon mal gefragt, ob es wirklich möglich ist, jemanden in nur wenigen Sekunden zu hypnotisieren? Noch spannender, was, wenn diese Person noch nie zuvor in Hypnose war? Klingt unglaublich, oder? In diesem Video werfen wir einen Blick darauf, wie schnelle und sofortige Hypnoseinduktion, also Blitzhypnoseinduktion, funktionieren und warum sogar jemand, der noch nie in Hypnose war, leicht in Hypnose gehen kann. Also bleib dran, denn das wird richtig faszinierend. Moin und willkommen zurück. Ich bin Stinietz Musche, Hypnosetherapeut und Hypnoseausbilder. Und jetzt sprechen wir mal darüber, ob eine Blitzhypnoseinduktion bei jemandem funktionieren kann, der Hypnose noch nie erlebt hat und noch nie in Hypnose war. Und bevor wir in die Techniken eintauchen, klären wir erst einmal, was eigentlich der Unterschied zwischen schnellen Hypnoseinduktionen und Blitzhypnoseinduktionen ist. Das hilft dir zu verstehen, wie diese Methoden wirklich funktionieren. Erstens, Unterschied zwischen schnellen und sofortigen, also Blitzinduktionen. Schnelle Induktionen, wie der Name schon sagt, dauern in der Regel weniger als 3 Minuten. Die meisten professionellen Hypnotiseure brauchen sogar nur 30 Sekunden bis zu einer Minute. Dabei wird das Unterbewusstsein schnell erreicht, indem bestimmte Techniken angewendet werden, die den Verstand nicht mit langen Entspannungshypnose-Einleitungen belasten. Blitzhypnoseinduktion gehen sogar noch schneller. Hier ist der Trick: innerhalb weniger Sekunden durch einen Befehl bzw. ein Kommando oder eine plötzliche Bewegung kann die Person direkt in Hypnose geführt werden. Blitzhypnose funktioniert, indem sie einen kurzen Schock oder einen Überraschungsmoment erzeugt. Das setzt das Bewusstsein für einen kurzen Moment außer Gefecht und ermöglicht es dem Hypnotiseur, direkt das Unterbewusstsein anzusprechen. Stell dir vor, du öffnest eine Tür. Eine schnelle Induktion ist, als würdest du die Tür normal aufschließen bzw. öffnen. Eine Blitzhypnoseinduktion hingegen ist, als würdest du die Tür mit einem kräftigen Stoß aufbrechen. Wenn du neu hier bist, dann vergiss nicht, jetzt den Kanal zu abonnieren, sonst sehen wir uns nie wieder. Zweitens, wie funktionieren schnelle Hypnoseeinleitungen bei Menschen, die noch nie in Hypnose waren? Jetzt fragst du dich vielleicht, kann das wirklich bei jemandem funktionieren, der Hypnose noch nie erlebt hat und noch nie hypnotisiert wurde? Die Antwort ist ja, absolut. Eine der effektivsten Techniken, die wir nutzen, heißt Katalepsie. Das bedeutet, dass ein Körperteil, zum Beispiel der Arm, scheinbar eingefroren ist oder in der Luft schwebt. Das ist ein klares Zeichen, dass Hypnose gerade passiert. Und das bemerkt natürlich auch die hypnotisierte Person selbst. Die Idee ist, dass du die Aufmerksamkeit der Person auf etwas lenkst, zum Beispiel die Hand, und sie dabei verwirrst. Das nennt man kinästhetische Ambiguität. Du könntest sagen, darf ich mir gerade mal deine Hand ausleihen? Und während du die Hand sanft anhebst, fokussierst du ihre Aufmerksamkeit auf die Empfindungen. Lenke ich die Aufmerksamkeit auf die Hand selbst und sage etwas wie, achte auf die Empfindungen oder die sich verändernden Empfindungen in deiner Hand, die kleinen Veränderungen, konzentriere dich einfach darauf. Diese indirekte Herangehensweise hilft der Person, die Empfindungen auf natürliche Art und Weise zu erleben, ohne dass ihr Bewusstsein im Weg steht. Vermeide ich direkte Suggestion wie deine Hand schwebt oder dein Arm wird leichter, ehe sie es merken, hängt der Arm einfach in der Luft und das ohne direkte Suggestion. Das ist Katalepsie in Aktion. Der Arm bleibt in der Luft, weil der Klient, der Hypnotisierte, bereits dabei ist, in Hypnose zu gehen. Und du kannst die Hypnose leicht vertiefen, indem du sagst, während deine Hand langsam nach unten sinkt oder dein Arm langsam nach unten sinkt, wird dieser Zustand, den du gerade erlebst, noch angenehmer, stärker und kraftvoller. Alles in weniger als einer Minute. Drittens, warum ist Rapport so wichtig? Hier ein wichtiger Punkt, den du nicht vergessen solltest. Rapport. Das bedeutet, dass zwischen dir und der Person, die du hypnotisieren möchtest, Vertrauen und eine Verbindung entstehen muss, bevor die Hypnose wirklich funktionieren kann. Hypnose ist kein Trick, den du jemandem aufdrängst. Es ist etwas, das du zusammen mit der Person machst. Was glaubst du? Kann man jeden Menschen, wenn er möchte, sofort immer und überall in Hypnose führen? Lass es uns einfach in den Kommentaren wissen.
Viertens, die Magie der Blitzhypnose. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn mit den Blitzinduktionen? Wie kann jemand auf einen plötzlichen Befehl wie Schlaf direkt in Hypnose gehen? Das Geheimnis liegt im Gehirn, genauer gesagt im PGO-Spike. Dieses Gehirnwellenmuster tritt auf, wenn man plötzlich erschreckt oder überrascht. Das Gehirn wird für einen kurzen Moment überlastet und ist hypersensibel für Suggestion, also die Handlungsvorschläge des Hypnotiseurs. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um die Hypnose auszulösen. Natürlich muss auch hier das Vertrauen stimmen, sonst erschreckst du die Person nur und sie wird sofort wieder aus der Hypnose auftauchen und die Augen öffnen. Also, um das alles noch einmal zusammenzufassen. Ja, man kann jemanden schnell hypnotisieren, sogar wenn die Person noch nie hypnotisiert wurde. Schnelle Induktionen nutzen dabei Techniken wie die Katalepsie oder die kinästhetische Ambiguität, um das Bewusstsein zu umgehen und direkt mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Blitzinduktionen funktionieren durch einen Überraschungsmoment, der das Gehirn in einen hypnotischen Zustand versetzt. Hypnose ist ein spannendes Feld. Wenn du jetzt neugierig bist und wissen willst, was in deinem Gehirn passiert, wenn du in Hypnose gehst, dann klicke jetzt einfach hier. In diesem Video erkläre ich dir, was genau in deinem Gehirn passiert, wenn du in Hypnose gehst. Also jetzt einfach hier klicken und wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder.